Hau ab. Meinst du das ernst? Tot ernst. Bernd ist am Ende. Wir müssen nur noch... Kannst du nicht einmal damit aufhören? Oh, hattest du Streit mit Vanessa? Als Dienstmädchen in so einem Schloss? So eine bescheuerte Idee. Die Idee ist genial. Ich kann da super easy ein- und ausgehen und nebenbei antesten, wie die Leute meiner Familie so drauf sind. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Es ist wegen Yvonne. Ich habe mit ihr geschlafen. Isabel, bitte. Bitte verzeih mir. Ich weiß selbst nicht, was... Es hatte nichts zu bedeuten. Wann? Als du... Noch vor Carolins Geburt. Warst du bei ihr? Als ich in die Klinik musste? Was nimmst du denn alles mit auf dieses Schloss? Ja, bei Grafen braucht man für jede Gelegenheit das passende Outfit. Ja, hallo? Nee, da müssen Sie sich verwählt haben. Ah, natürlich. Frau Kepler, richtig. Nein, ich werde meinen Dienst pünktlich antreten, wie mit Frau Lahnstein abgesprochen. Auf Anweisung von Gräfin Lahnstein. Natürlich. Sehr wohl. Wer war das denn? Die Königsmutter? Nein, die Hausdame. Beziehungsweise der Hausdrachen, meine Chefin. Noch kannst du es dir überlegen. Hier. Die Entschuldigung für die Schule. Mädels, lass ange! Kommt ihr? Gleich. Dein Lieblingsessen. In Prag kriegst du eine Knödel. Elisabeth! Hochansteckende Grippe. 2 Wochen Bettruhe. Das Ganze unterschrieben von Anu. Wenn dir das die Aselmeier abkauft... Sie muss. Ich danke dir, dass du die Verantwortung für die Firma tragen willst. Aber bitte pass auf dich auf. Alles Halunken in der Medienbranche, hat Papa immer gesagt. Also, sieh zu, dass du keiner wirst. Anbei findest du eine Vollmacht, in der ich dir die Verfügungsgewalt über meine Stimmanteile übertrage. Ich bin mir ganz sicher, dass du stets in meinem Sinne handeln wirst. Aha, schön, dass du ein neues Hobby gefunden hast. Wenn du nicht mehr Geschäftsführer bei Media bist, wirst du viel Zeit dafür haben. Träum weiter. Was ist das denn? Putzen. Hier, mit dieser Vollmacht hat mir Franziska ihr Stimmrecht übertragen. Noch habt ihr keinen Cent geerbt. Also ich bin mir sicher, der Aufsichtsrat wird keine Sekunde zögern, sondern mir folgen und dich entlassen. Yvonne hat diese Architekturfotos gemacht. Es ist einfach so passiert. Ich wollte das nicht. Es war ein Ausrutscher. Und dann hat es dir gefallen. Es kam einfach eins zum anderen. Du hast mich wochenlang betrogen. Yvonne hat mich verführt. Ich wollte das nicht. Hat denn nicht gelacht über mich? Gott, denk doch bitte nicht sowas. Die dumme Kuh sitzt zu Hause und sortiert irgendwelche Strampler, während ihr da... Mann, war ich dir so zuwider? Isabel, du bist für mich... Raus. Verschwinde. Raus! Ich liebe dich.
Hier. Ist zwar nicht mehr die neueste Ausgabe, für den Fall, dass du verschütt gehst. Cool. Kann ich mich beim Shoppen ja verständigen? Ja. Nein, das hat doch überhaupt keinen Zweck. Wissen Sie was? Am besten, ich komme selber noch mal hin. Ja, ich habe es gleich wiederhören. Arno, kannst du Nico zum Bahnhof fahren? Ich muss noch mal dringend ins Büro. Ich warte auf meinen Vorarbeiter wegen der verfärbten Ziegeln. Ja, jetzt macht euch mal keinen Stress. Ich fahre mit dem Bus. Gut, darauf lade ich dich ein. Ach, sag mal, hast du das Reisegeld bezahlt? Ja. Das habe ich Nico gestern schon gegeben. Alles klar. So, meine Gute. Amüsier dich. Aber immer keinen Unsinn, hörst du? Ich doch nicht. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Hier, nimm das. Das ist doch viel zu viel. Na, der Rest ist Reserve, für alle Fälle. Danke. Mädchen, was machst du denn für ein Gesicht? Prag, die goldene Stadt. Ja, die goldene Stadt. Ach, Abschiede sind einfach so sentimental. Hey. Na, wie siehst du denn aus? Ich denke mal, Bladen, und du kommst hier mit so einem Oberkellner-Dress? Hey. Oh. Tut mir leid, ich habe im Moment nicht dran gedacht, dass du die Trauer unterwegs bist. Mir ist was Geschäftliches dazwischen gekommen. Ich muss euch leider absagen. Schade. Tja, aber einen von Alexas selbst erfundenen Cocktails musst du auf jeden Fall probieren. Okay. Ich weiß auch, wem mir beim Schälen hilft, ja? Ja, ich, ja. Ich habe ja auch noch etwas Zeit. Wie geht's dir denn jetzt? Ganz okay. Hm? Konntest du noch mal mit Vanessa reden? Keine Zeit für Liebeskummer. Die Firma. Musst du dir denn jetzt schon Geschäftskram aufhalten, so kurz nach dem Tod? Na, vielleicht lenkt dich das auch ab. Nein. Nicht unbedingt. Früher hast du doch alles gehasst, was mit Bürokram und Ballenbachol Media zu tun hatte. Da hat mein lieber Onkel aber auch noch nicht versucht, sich die Firma meiner Eltern unter den Nagel zu reißen. Das ist doch gewissermaßen ihr Lebenswerk. Verstehe. Aber das lasse ich nicht zu. Ich hatte einfach Angst bekommen vor der Verantwortung. Mich auch noch entschuldigen. Und er hat gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Nee. Quatsch. Er hat keine Ahnung, dass die Kleine nicht von ihm ist. Er hätte für dich da sein müssen, verstehst du? Dann nochmal. Ich hab doch auch gelogen. Ich wollte nur, dass wir eine Familie sind. Süße, dann sag's ihm endlich. Ja, auch ich halte meinen Neffen für hochbegabt. Aber die Trauer hat ihn übermannt. Er lässt sich von seinen Gefühlen leiten. Oh, ich bin sehr froh, dass Sie das auch so sehen. Danke. Auf Wiederhören. Bernd von Beinbach, Herrn Dr. Wischnitz, bitte. Das tut mir leid, aber diese Information darf den Aufsichtsrat nicht verlassen. Ach so, außer Haus. Bisher konnte ich nicht feststellen, dass die Interessen von eurem Media und die ihres Onkels in irgendeiner Weise divergieren. Ja, das wundert mich nicht, Herr Dr. Wischnitz. Zweifeln Sie etwa an meinen Fähigkeiten als Aufsichtsratsvorsitzender? Auf keinen Fall. Aber das war ja nur, weil mein Vater ihn kontrolliert hat. Sobald mein Onkel die alleinige Macht hat, sandt er ab und treibt die Firma in den Ruin. Um das zu verhindern, gibt es ja den Aufsichtsrat. Außerdem wüsste ich nicht, wer sonst für den Posten des Geschäftsführers in Frage käme. Aber ich? Nein, also ich wäre damit überfordert. Wir brauchen jemanden, der mehr Branchenkenntnis hat als mein Onkel. Jemanden, der entscheidungsfähig ist, aber das Wohlergehen der Firma über alles stellt. Hallo, Felix. Herr Dr. Wischnitz, darf ich Ihnen meine Mutter vorstellen? Sylvia Jones. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Ich erwarte, dass Sie mir jetzt augenblicklich die Handynummer von Herrn Dr. Wischnitz... Hallo?
Zicke. Oh, Maus. Schuldige geschäftlich. Was ist denn los? Wegen Felix? Hetzt den ganzen Aufsichtsrat gegen mich auf und ich kann jetzt jeden Einzelnen anrufen und ihn beschwichtigen. Mir läuft die Zeit davon, die kleine Ratte. Ja, entschuldige, aber Felix zieht momentan eine wirklich miese Intrige ab. Ja, ich hatte gehofft, dass er es nur aus Verzweiflung gesagt hat. Naja, immerhin hat er gerade seine Eltern verloren. Beatrice war ja sowas wie seine Mutter. Du hast sie sehr geliebt. Und jetzt dieser Kampf. Ich wollte das nicht. Du hast recht, Daddy. Ich meine Felix. Ich habe ihn schon vergessen. Wir beide, Daddy. Auch gegen den Rest der Welt. Gegen uns hat keiner eine Chance. Ich verstehe jetzt, warum Martin sich immer auf sie verlassen hat. Und bei mir können Sie sicher sein, dass ich die Firma erfolgreich führen werde. Nicht zuletzt, weil ich Martins und Beatrices Andenken ebenso in Ehren halten will wie Sie. Sie würden also für den Posten zur Verfügung stehen? Entschuldigung. Meine Sekretärin. Ja? Oh, den Herrn hätten Sie durchstellen müssen. Entschuldigung. Wow. Der ist handsam. Ja. Ich denke, Dr. Wischnitz haben wir auf unserer Seite. Jetzt brauchen wir noch eine Stimme im Aufsichtsrat. Ja. Wie gut kennst du Elisabeth Brandner? Sie schläft jetzt. Ich sag meinen Termin eben ab. Nein, du musst nicht die ganze Zeit bei mir bleiben. Hör mal, ich lass dich jetzt nicht alleine. Ich hab mich schon wieder gefangen. Eure Klingel. Die ist abgestellt. Ach, wegen der Kleinen. Ich wollte zu Florian. Ja, das kann ich mir denken. Ich wollte mich entschuldigen, weil ich nicht babysitten kann. Hör auf. Es tut mir leid. Du hast mir die ganze Zeit was vorgespielt. Babysitten, Freundin, meinen Mann wolltest du haben. Raus. Verschwinde aus meiner Pension! Brandner, ich soll hier. Servus aus! Sitz! Sie müssen Nicola sein. Ich bin Elke Kepler, die Hausdame. Wir haben telefoniert. Hallo. Willkommen auf Königsbrunn. Das ist Herr Zorn, unser Sicherheitschef, und Cerberus, sein bester Mitarbeiter. Die Wirtschaftsgebäude sind dort drüben, dort ist auch das Personal untergebracht. Aber Ihr Zimmer zeige ich Ihnen später. Kommen Sie. Nicola, kommen Sie. Nico sitzt schon im Zug, hat mir gerade eine SMS geschrieben. Dann ist es ja gut. Herr von Ballenbach, bitte kommen Sie rein. Guten Tag. Ich wollte zu Frau Brandner. Ja, natürlich. Elisabeth! Mein aufrichtiges Beileid zum Tod Ihrer Eltern. Was machst du denn hier? Felix, da sind Sie ja schon.
Haben Sie von unterwegs aus angerufen? Ja, es tut mir leid, dass ich Sie so überfalle. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, bitte, kommen Sie. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Es geht um das Misstrauensvotum, nicht wahr? Ich habe Ihre Einladung zur Aufsichtsratssitzung bereits erhalten. Was haben Sie gegen Bernd von Beinbach? Seit er aus dem Ausland zurück ist, hat er versucht, meinen Vater um seine Firma zu bringen. Also auf mich hat Herr von Beinbach, Bernd von Beinbach meine ich natürlich, bisher immer einen sehr kompetenten Eindruck gemacht. Er will Sie um den Finger wickeln. Das macht er sehr geschickt. Ich lasse mich nicht so leicht um den Finger wickeln. Und auch nicht von Ihnen, Felix. Sie wollen, dass ich gegen Ihren Onkel stimme. Mein Vater ist Ihnen doch auch mal sehr behilflich gewesen. Ja. Ohne ihn hätte ich Ryan Cosmetics wahrscheinlich gar nicht retten können. Das habe ich nicht vergessen. Wow, das ist ja geil. Das ist die Schlossküche. Hier werden Sie erstmal anfangen. Gibt's hier gar keine Spülmaschine? In der Waschküche. Die ist natürlich nur für das Kochgeschirr. Porzellankristall und Tafelsilber werden selbstverständlich von Hand gespült und poliert. Ja klar, die paar Teller. Auch das können schnell ein paar hundert werden, wenn wir Gäste haben. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Rest. Junge Frau, in einem Hotel mag das vielleicht so gehandhabt werden. Aber auf Schloss Königsbrunn betrachten wir die Reinigung eines Raumes erst dann als beendet, wenn er tatsächlich sauber ist. Ja, worauf warten Sie noch? Ab ins Speisezimmer und diesmal gründlich. Ja, hopp, hopp, hopp! Die Halle. Dort drüben befindet sich der Salon. Wir nutzen ihn allerdings nur für offizielle Anlässe. Klar, wenn die Queen kommt, ne? Zum Beispiel. Aber außerdem Hochadel erweisen uns auch Wirtschaftsmagnaten und Staatsmänner die Ehre. Aha. Benedikt, das ist unser neues Mädchen Nicola Brandner. Nicola, unser Butler, Herr Schumann. Sie werden direkte Anweisungen von ihm entgegennehmen. Scharfer Zwirn. Nicola kommt auf Empfehlung der jungen Gräfin. Auch Ihnen wird eine Uniform sehr gut stehen, Fräulein Nicola. Eine Uniform? Das Speisezimmer. Hier nimmt die Familie ihre Mahlzeiten ein. Wenn wir sie nach der Probezeit übernehmen, werden sie hier zureichen. In einer Uniform? Selbstredend. Hier geht es zum Kaminzimmer. Der ist ja geil. Da passt hier ein ganzer Wald rein. Und was ist da drin? Nicola? Zur Bibliothek. Haben nur die persönlichen Diener des Grafen Zutritt. Ist der denn da drin? Graf Lahnstein darf auf keinen Fall gestört werden. Merken Sie sich das bitte. Was erwartest du, wenn du dich aufhörst wie Don Juan? Florian, Isabel weiß doch, dass du sie liebst. Ich habe alles kaputt gemacht. Jetzt warte doch erst mal ab. Und so lange kannst du bei mir pennen. Ich konnte Isabel nicht länger anlegen, verstehst du? Oh Gott, das habe ich nur getan. Ich liebe sie und ich liebe Caroline. Es war doch eben noch alles so schön. So, meine Kleine, jetzt kriegst du gleich was zu trinken. Hm? Weiß ich gar nicht, ob ich deinem Papa verzeihen kann. Aber keine Angst. Wie das duftet.
extra stark, wie Sie ihn mögen, Gräfin. Möchten Sie auch einen? Nein, danke. Darf ich vorstellen? Nicola Brandner, das neue Mädchen. Hi. Haben Sie denn schon alles gesehen? Ja, bis auf den Grafen. Ja, das wird so schnell auch nicht passieren. Ich sagte Ihnen bereits, dass sich der Herr Graf nicht für seine Angestellten interessiert. Ausgenommen Benedikt, der kennt meinen Vater besser als ich. Danke für den Kaffee, Ursula. Und könnten Sie mir bitte schnell mit den Ausstellungskatalogen zur Hand gehen? Mhm. Wieso macht der Graf sich denn so rar? Und? Ja, setz dich. Was hat sie gesagt? Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Gratuliere dir. Dann hast du die Feuertaufe bestanden. Mich jetzt fast vermasselt. Martin wäre stolz auf dich. Hauptsache, wir können Bernd endlich das Handwerk legen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe nur das Klo gesucht und mich verlaufen. Sie haben ein Klo gesucht? Ja, also hier ist kein Klo. Nicola, hatte ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie in der Bibliothek nichts zu suchen haben? Bitte verzeihen Sie, das neue Mädchen. Ach, das neue Mädchen. Was machen wir denn jetzt mit unserer kleinen Delinquentin? Sie wollen mich doch jetzt nicht rausschmeißen. Ich kann nichts dafür, dass ich mich in diesem Kasten hier, in diesem Schloss verlaufen habe. Vielleicht sollten wir einander vorstellen. Ja, also ich bin Graf Lahnstein. Und mit dem habe ich die Ehre. Nicola Brandner. Nicola. Willkommen auf Königsbrunn. Und gefällt Ihnen das, was Sie bisher von dem Kasten gesehen haben? Ja. Und so geht es weiter. Dass Sie eine Febel für Aktmalerei haben? Das überrascht Sie. Allerdings. Wirklich ein wunderschönes Speisezimmer. Es tut mir wirklich leid. Und die Reinigung werde ich natürlich bezahlen. Ja, ich bin gerührt.